Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Ja, willkommen bei Kölner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt der Wirtschaftskammerpräsident Harald Marer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Herr Präsident, natürlich steht derzeit alles im Zeichen dieses schrecklichen Krieges in der Ukraine. Auch die Wirtschaft ist davon stark betroffen. Was für Auswirkungen hat das denn unmittelbar auf die österreichische Wirtschaft? Preissteigerungen merken wir alle, aber wie wirkt sich das Ganze auch auf Richtung Wachstum etc. aus? Ja, dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der zutiefst zu verurteilen ist, hat natürlich jetzt nicht nur in den letzten Wochen und wird vermutlich auch weiterhin für wahnsinnig viel menschliches Leid vor Ort sorgen, das uns alle sehr betroffen macht und, glaube ich, auch die Bilder berühren uns alle jeden Tag. Wir spüren aber auch schon, wie immer das in einer Kriegssituation ist, diese ersten Verwerfungen. Ja. Zuerst natürlich bei denjenigen, die in den Lieferketten betroffen sind. Das heißt, da geht es um Produkte, um Rohstoffe, die aus den Regionen, aus der Ukraine selber, aber nicht nur in der Ukraine allein, sondern auch aus den ehemaligen Gussstaaten herum, die ja dort stark wirtschaftlich vernetzt sind, in Richtung Europa oder in Richtung andere Märkte weltweit geliefert werden. Und was wir zuerst gesehen haben, sind die berühmten Erstrundeneffekte. Also ein österreichischer Betrieb bezieht von dort etwas direkt, hat sofort gewusst, da wir da Schwierigkeiten haben. Jetzt tauchen aber die Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünftrundeneffekte auf. Was meine ich damit? Zum Beispiel ein Betrieb in Russland produziert etwas, liefert das nach Indien, der Rohstoff wird dort weiterverarbeitet, das geht nach Frankreich, dort wird ein Teil produziert, das geht nach Deutschland, da wird ein Teil einer Maschine produziert und dieser Maschinenteil wird dann in Österreich in einem Unternehmen weiterverarbeitet zu einer großen Maschine. Also diese Dinge fangen langsam an aufzubrechen. Wie groß die Betroffenheit aber noch wirklich ist, wird man erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Die größte Betroffenheit ist im Bereich der Energie, das ist die Hauptbetroffenheit und da gibt es zwei zentrale Themen, an denen ja auch die Regierungen in ganz Europa und auch unsere Regierung arbeiten muss. Die Versorgungssicherheit mit Energie und die Leistbarkeit für Private und Unternehmen in diesem Bereich der Energie. Und das ist eigentlich das Hauptproblemthema zurzeit. Sie haben es jetzt schon angesprochen, diese Preissteigerungen, die sich ja durch, muss man sagen, viele Branchen derzeit ziehen, aber in der Energie ist es natürlich am massivsten derzeit. Was muss denn Ihrer Meinung nach passieren, weil Sie da auch gesagt haben, einerseits unmittelbar, um da jetzt einmal von den Preisen runterzukommen, weil das spürt ja die Wirtschaft beim Produzieren und der Haushalt unmittelbar beim Heizen an der Zapfsäule etc. Ja, und auch dann bei allen Produkten, die ich einkaufe, weil Sie richtigerweise gesagt haben, es betrifft den gesamten Bereich. Also ich brauche die Energie andererseits unmittelbar beim Heizen, beim Strom, der muss ja auch irgendwie produziert werden. Oftmals im Winter wird da Gas dafür verwendet, daher ist das Gas dafür ja auch so wichtig für das Stromnetz. Ich merke es natürlich an der Zapfsäule, also viele Menschen in Österreich fahren jeden Tag am Weg zur Arbeit, 15 Mal an Tankstellen vorbei, sehen das, fahren am Weg nach Hause auch wieder an Tankstellen vorbei, dann müssen sie zukehren und auftanken. Das macht sich natürlich für die Privaten unmittelbar in der Geldbörse sichtbar, aber auch bei allen Betrieben. Also alle, die sozusagen ein Transportmittel benötigen, sind nicht nur die Frechter allein, alle Gewerbetreibenden, die zum Kunden fahren, ja, mit alleine ihren Kolleginnen und Kollegen, ja, brauchen natürlich auch ein Transportmittel. Daher alle, die auf Mobilität angewiesen sind oder das brauchen, bis zu denen, die privat, keine Ahnung, Besuche im Pflegeheim machen müssen, in Krankenhäuser fahren müssen, ihre Anverwandten oder Freunde, die sind ja alle auf Mobilität angewiesen. Daher ist diese Mobilitätsfrage so ein riesiges Thema. Im gewerblichen Bereich sind das Kosten, die entstehen für eine Dienstleistung. Und darum werden ja viele Dinge dann teurer. Also wenn Sie sozusagen in einem Bereich jetzt etwas beziehen wollen, schlägt sich das dort auch auf den Preis. Und in der Produktion ganz genauso, wenn Energie verwendet wird für die Papierproduktion, die Aluminiumproduktion, die Stahlproduktion, im chemischen Bereich, bei Medikamenten oder wo auch immer, dann schlagen sich diese Energiekosten nicht auf den Preis auf. Ja? Und der wird natürlich weitergegeben und da gibt es in Summe daher diese Teuerung, die uns jetzt alle umtreibt. Das heißt, ein Fokus ist Energie. Das muss überhaupt mal fließen, das Gas. Ja, also der Rohstoff muss kommen, damit wir ihn überhaupt verarbeiten können. Das ist die Versorgungssicherheit. Und das andere ist sozusagen bei der Energie, wie schaffen wir es, dass wir die Preise dort wieder stabilisieren. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Da haben wir Ideen auf den Tisch gelegt, gemeinsam auch mit den Sozialpartnern intensiv diskutiert. Und ich glaube, da muss man jetzt handeln, aber dabei einen kühlen Kopf bewahren, die Inflation im Auge haben, damit man nicht noch weiter für Preissteigerungen sorgt. Sie haben ja schon gesagt, Sie haben Vorschläge auf den Tisch gelegt. Ein Thema, das natürlich unmittelbar sehr viele betrifft, ist einfach der Sprit, die Treibstoffpreise. Und da wird diese Spritpreisbremse
gefordert. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das ausgestalten kann. Man sieht auch in der EU, da gibt es Länder, die die Steuer gesenkt haben. Manche haben die Mehrwertsteuer gesenkt, andere haben die Mineralölsteuer gesenkt. Wieder andere, wie Slowenien gestern, haben überhaupt die Preise eingefroren. Was müsste denn der Ihrer Meinung nach, an welchen Hebeln kann man da sozusagen drehen? Und wie kann man die Spritpreise wieder auf ein Niveau bringen, dass sie zumindest halbwegs leistbar sind? Also ich glaube, man muss zwei Dinge sehen. Die eine Geschichte ist, wann immer eine Krisensituation ist oder Krieg ist, finden auf den internationalen Märkten Spekulationen statt. Ja, also die Händler rechnen damit, dass es zu einer Verknappung kommen kann. Viele decken sich um jeden Preis ein, legen Lager an. Dadurch steigt der Preis, so jetzt sinkt seit 3 Tagen hintereinander auf den internationalen Märkten der Preis zum ersten Mal für Rohöl. Das ist eine gute Nachricht und das sollten wir eigentlich hoffentlich sehr, sehr schnell an den Zapfsäulen auch spüren. Aber der Preis ist natürlich noch immer, das weiß jede und jeder, die regelmäßig tanken müssen, Sie auch, ich auch, alle unsere Zuseherinnen und Zuseher, der ist natürlich dramatisch höher als zu Jahresbeginn. Und wenn man sich mal diese Preisspanne ansieht und man möchte auf ungefähr wieder 1,50, ich nehme jetzt das Beispiel Diesel, hinunterkommen, naja, war er am Wochenende bei 2 Euro, ne? Dann reden wir immerhin von 50 Cent Unterschied. Das wird uns zum Beispiel nur gelingen, wenn wir zumindest die Mineralölsteuer immer davon ausgehend, der Weltmarktpreis beim Öl geht ein bisschen runter, ja, die gesamte Mineralölsteuer für einen Zeitraum X aussetzt. Ja. Ich verstehe schon, dass das vielen politisch nicht gefällt und sagt, das ist komplex und hin und her, aber die Geschichte, es muss ja einen unmittelbaren Effekt für die Privaten und einen unmittelbaren Effekt für die Unternehmer geben. Ich muss ja an beide denken. Ich muss ja an die Privaten denken, die Haushalte, die tanken müssen, aber ich muss auch an alle anderen denken, die ja auch den Sprit brauchen, damit sie ihre LKWs, kleinen LKWs, ihre Transportflotte bedienen können. Das beginnt beim großen Handel, der uns jeden Tag mit den Lebensmitteln versorgt und geht natürlich bis zu Kleingewerbe, den Treibenden, den Installateur, den Tischler ums Eck. Alle brauchen das. Die Taxibetreiber, die Busunternehmen. Es ist schon ein richtiger Druck da, was zu machen. Aber das heißt, Sie sind der Meinung, jetzt um beim Treibstoff zu bleiben, da müsste man die Mineralölsteuer zumindest zeitweise wirklich komplett aussetzen. Da das wäre keine etwas punktuelle das wäre Halbierung, etwas, was man temporär machen könnte, was für beide Gruppen wirkt. Die Mehrwertsteuer wirkt ja nur für die Endkonsumenten. Ja. Das wirkt bei den Unternehmen ja nicht, weil die immer nur mit ihrem Nettopreis rechnen. Das ist eine, vom Steuersystem her eine andere Geschichte, Vorsteuerabzug und so weiter. Ja. Daher etwas, das für beide Gruppen wirkt, wenn wir jetzt rein über den Sprit sprechen, das wäre natürlich die Mineralölsteuer. Mhm. Da wird immer wieder ins Treffen gebracht, darf man das überhaupt, EU-Rechtsrahmen. Ja. Schauen wir mal, womit der Herr Finanzminister heute vom Europäischen Rat der Finanzminister zurückkommt. Einige Länder haben ja schon angekündigt, das zu machen. Und ich glaube, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Wir haben das bei Covid auf europäischer Ebene auch gesehen, dass da Regeln ausgesetzt wurden oder die Regeln verändert wurden. Ich glaube nur, das Wichtige ist, dass man den kühlen Kopf bewahrt und etwas macht, das unbürokratisch ist. Einfach und den Menschen schnell hilft. Es bringt uns ja wieder nichts, irgendein komplexes Bürokratiemonster zu bauen, wo das wieder Monate dauert, bis das bei den Menschen oder den Unternehmern ankommt. Man sollte etwas machen, das schnell funktioniert, denn wer schnell hilft, hilft bekanntlicherweise doppelt. Das heißt, schnell, 1. April müsste das eigentlich in Kraft treten. Wenn etwas schnell machbar ist, dann wäre das sehr wünschenswert. Das andere sind die Gaspreise, die ja fast noch dramatischer gestiegen sind. Betrifft wieder die Haushalte beim Heizen, die Industrie beim Produzieren. Was muss da passieren oder wie kann man da beim Gaspreis Ihrer Meinung nach runterkommen, weil da hilft die Mineralölsteuer ja nichts. Ich glaube, dort ist das Allerwichtigste in dem Bereich, die Versorgungssicherheit herzustellen. Das heißt, dass das Gas vorhanden ist. Ja? Wir gehen jetzt wohl in eine wärmere Jahreszeit hinein, das heißt, das Heizen ist ja nicht mehr so das Thema, aber Sie haben richtigerweise gesagt, man braucht es in extrem vielen Produktionsprozessen. Nicht nur in der Großindustrie, sondern es ist auch bei kleineren Unternehmen so, die brauchen das einfach als Energiequelle für das Produzieren ihres Produktes. Sie haben richtigerweise gesagt, das ist im Papier so, das ist im gesamten Metallbereich, von Stahl über Aluminium, ja, im gesamten chemischen Bereich, ja, wird vielfach verwendet. Dass wir können auf das nicht verzichten, wir können auch nicht kurzfristig darauf verzichten. Warum? Dann steht alles. Und wenn alles steht, dann stehen die Lieferketten. Na, und das möchte ich mir eigentlich gar nicht ausmalen. Das heißt, das Sicherstellen, dass Gas da ist, ist einmal die oberste Priorität und dem widmet sich die Regierung jetzt auch. Schauen wir mal, ich erwarte mir da in den nächsten Tagen eine klare Ansage, wie man hier mit der Bevorratung auch im Hinblick Sommer und nächsten Winter vorgehen wird. Und wenn das jetzt alle europäischen Regierungen machen, und das passiert auch, dann bedeutet das auch wieder weg von der Spekulation auf den internationalen Märkten. Das findet in so einer Krise, wie ich gesagt habe, wie bei Öl, auch bei Gas statt. Dann schauen wir mal, ob sich der Gaspreis dort beginnt, wieder in Richtung einer normalen Situation zu bewegen. Und für die Betriebe, vor allem für die Betriebe und für die einkommensschwachen Haushalte, muss man halt eine Möglichkeit finden,
die hohen Preise jetzt zu kompensieren. Bei den einkommensschwachen Haushalten kann man das machen mit einer Steuererleichterung oder mit einer direkten Transferzahlung. Ja? Und bei den Betrieben geht das ähnlich. Die Italiener haben da ein sehr spannendes Modell ins Treffen gebracht. Eine direkte Steuergutschrift auf Monatsbasis, ja? Wo ich das, was ich an Steuer zahlen müsste in dem Monat, egal ob die Umsatzsteuer oder im Quartal, die Körperschaftssteuer, betrifft das nur die Unternehmen, ja? Oder Einkommenssteuervorauszahlung, egal ob man jetzt eine GmbH ist oder ein Einzelunternehmen, dass man direkt die Energiekosten, einen Teil der Energiekosten dagegen rechnen kann. Das hätte sofortige Wirkung für die Kasse des Unternehmens und die Transferzahlung hätte eine sofortige Wirkung für das Börsel des Haushalts. Also Energiekosten als Steuergutschrift ist Ihr Vorschlag. CO2-Preis schwebt natürlich noch zusätzlich über dem Ganzen. Der sollte ja jetzt eigentlich aufgrund der ökosozialen Steuerreform noch angehoben werden. Da haben Sie vergangene Woche einen Vorstoß gemacht. Man muss zumindest darüber nachdenken, ob man das nicht verschiebt. Hat für durchaus Diskussionen gesorgt. Die Grünen waren ganz und gar nicht happy damit. Bleiben Sie dabei? Ich bin nicht der Einzige, der das in der Zwischenzeit in den Raum gestellt hat. Beide großen Autofahrerclubs haben das in den Raum gestellt. Mehrere Sozialpartnerorganisationen haben das in den Raum gestellt, weil ich glaube, jetzt ist es wichtig, tabulos über alle Varianten nachzudenken, die Menschen helfen, Einkommen zu sichern und damit Kaufkraft zu stabilisieren und Betrieben helfen, ebenso vernünftig weiterzuarbeiten zu normalen Preisen. Da muss man alles auf den Tisch legen. Das darf man nicht ideologisch debattieren, sondern sachlich. Ich stehe zu dem Verhandlungsergebnis der ökosozialen Steuerreform. Es ist gut, dass umweltschädliches Verhalten in Zukunft einen Preis bekommt. Man muss sich halt genau anschauen, wie hoch ist der Preis jetzt, wenn die Märkte verrückt spielen und wir Energiepreise in einer ganz anderen Dimension haben. Mhm. Und im Übrigen ist auch noch nicht endverhandelt, wie denn die Kompensationsmaßnahmen für die energieintensive Wirtschaft sowieso ausschauen in diesem Ökosteuermodell. Das ist ja sogar noch offen zu verhandeln. Ich glaube, es ist gut, über diese Punkte Gespräche zu führen. Und das, was sachlich gut argumentierbar ist, was schnell und unbürokratisch geht und was zu einer Dämpfung des Preisniveaus führt für Private, wie für die Unternehmen, das soll man machen. Und da müssen alle Ideen auf einen Tisch. Und wenn dann ein Portfolio rauskommt an Maßnahmen, das kühl und kühl überlegt, gut durchdacht, das Sinnvollste ist, das soll man machen. Wir werden uns da nicht anderen guten Ideen gegenüber verschließen, sondern entscheidend ist, dass etwas passiert. Ich unterstreiche es nochmal, dass unbürokratisch und schnell den Betroffenen hilft. Den Betroffenen. Gießkannenaktionen bringen auch nichts, sage ich auch ganz ehrlich. Ja. Aber wir haben einfach eine breite Betroffenheit und da muss man jetzt für Ablinderung sorgen. Den Grünen ist es ja ziemlich sauer aufgestoßen. Der grüne Vizekanzler hat dann gleich zum Gegenschlag ausgeholt und gemeint, die Wirtschaftskammer war es, die den Russen den roten Teppich ausgerollt hat und auch von einer Schleimspur gesprochen. Wie sehr ärgert Sie das? Ich habe eine öffentliche Entschuldigung eingefordert. Ich habe ihm das auch persönlich gesagt, weil das sehr untergriffig war und sicher nicht das Niveau ist, auf dem wir öffentlich debattieren wollen. Und es ist ja auch faktisch unrichtig. Er hat nämlich gemeint, wir wären dafür verantwortlich und die österreichische Wirtschaft, dass Österreich abhängig vom russischen Gas ist. Das kann man in wenigen Sätzen einfach beweisen, dass das nicht der Fall ist. Es gibt diese großen Gaslieferverträge seit 1968, ja, die OMV damals abgeschlossen hat, Vorgängersaison der Gazprom. Und 1973 gab es den Ölpreisschock, da hat man sich vom Öl unabhängig machen wollen, hat daher auf das günstigere Gas gesetzt in Österreich. 1978, das wissen alle Zuseherinnen und Zuseher, hat sich Österreich entschieden, die österreichische Bevölkerung gegen Atomkraft zu sein. Das heißt, man hat auch diesen Energieträger ausgeschlossen. In der Zwischenzeit gibt es nicht mal mehr Kohlekraftwerke in Österreich. Das heißt, wir haben einen Energiemix, der so ist, wie er ist. Und der ist über Jahrzehnte gewachsen und in vielen anderen europäischen Ländern auch. Und ich habe mich einfach deswegen geärgert, wenn man dachte, es ist irgendwie unredlich, in so einer Debatte solche Argumente vorzubringen. Ich verstehe schon, dass es jetzt für die Klimawende nicht der günstigste Zeitpunkt ist, wenn man über solche Themen diskutiert und offen diskutieren muss, wie bekommt man denn Umweltschutz vernünftig organisiert und wie macht man das mit einer vernünftigen Geschwindigkeit, wenn man so eine Krisensituation hat. Und ich verstehe das, dass grüne Regierungsvertreter, die prinzipiell gegen fossile Energieträger sind, wie Erdöl und Gas, jetzt sagen müssen, ja, aber jetzt brauchen wir das Gas halt noch und jetzt muss man uns selber darum kümmern, dass das auch dahergeschafft wird. Ich verstehe das. Das ist sicher nicht einfach für die Betroffenen, aber sie haben eine Verpflichtung gegenüber der österreichischen Bevölkerung und den Betrieben, dass die Energie ins Land kommt. Und daher muss man in so schwierigen Situationen eher zusammenhalten und mit einem, wie ich gesagt habe, klaren Blick auf die Sache,
und einem kühlen Kopf die Entscheidungen treffen und nicht da irgendwie emotional irgendwelche Leute beschuldigen. Das wird ja nicht besser, vor allem wenn es auch nicht faktenorientiert ist. Weil Sie vorher auch die Schwierigkeiten in der Produktion angesprochen haben. Wie gesagt, es gibt ja Fabriken, die mittlerweile die Produktion sogar eingestellt haben in Österreich. Was heißt denn das Ihrer Meinung nach auch für die Lieferketten? Drohen uns da in gewissen Bereichen jetzt irgendwann einmal leere Regale, dass es gewisse Güter vielleicht gar nicht mehr geben wird? Also einerseits hängt das davon ab, wie sich natürlich dieser schreckliche Krieg in der Ukraine weiterentwickelt und was es für die Energiemärkte bedeutet, diese Entwicklung. Nicht? Also wie ich gesagt habe, viel war am Anfang Spekulation und unsichere Situation. Die Märkte haben nicht gewusst, was kann passieren. Wird Öl weiterfließen, wird Gas weiterkommen? Das hat sich jetzt mal normalisiert, aber man weiß noch immer nicht, was passiert die nächsten Tage und Wochen. Diese Unsicherheit werden wir weiter haben. So. Aber es sollte sich das Preisniveau wieder irgendwie einpendeln und die, zumindest für Europa gesprochen, Regierungen agieren ja jetzt preisdämpfend und stabilisierend. Das heißt, wir würden uns ja erwarten, dass es eine gewisse Normalisierung bei den Kosten gibt. Wenn es eine Normalisierung bei den Kosten gibt, dann müsste plus minus gelingen, bestimmte Lieferketten aufrechtzuerhalten. Das läuft ja aber nicht nur über die Energie, es geht auch um Rohstoffe, die aus der Ukraine oder Russland kommen, die in vielen Teilen der Welt exportiert werden, wo sich vielleicht der Export dorthin verlangsamt. Dann kommen wiederum, wie ich vorhin gesagt habe, andere Teile langsamer zu uns. Also man muss schon damit rechnen, dass es zu Verzögerungen kommen kann. Die hatten wir aber während Covid auch, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Und unsere Betriebe sind zurzeit sehr gut darin, sich alternative Quellen zu organisieren. Wir unterstützen sie bei dem auch intensiv dabei. Das macht die Außenwirtschaft mit ihren über 100 Büros weltweit. Das ist gerade eines der Hauptthemen, an denen die arbeiten, alternative Rohstoffquellen, alternative Quellen für bestimmte Produkte zu organisieren. Große Unternehmen machen das sowieso für sich selber, wie die Föst. Ja, die müssen sozusagen ihre quasi Rohstoffe ja logischerweise regelmäßig allein aus Risikoabsicherung heraus auf den Märkten beobachtend sehr genau beschaffen. Und da mache ich mir jetzt einmal im europäischen Konzert weniger Sorgen. Ich sage aber immer dazu, wir wissen nicht, wie sich die Situation in der Ukraine weiterentwickelt. Je schneller es dort einen Waffenstillstand gibt, eine Waffenruhe, Friedensverhandlungen und sich die Situation wieder normalisiert, umso besser für uns alle. Ich würde abschließend noch gerne zu einem ganz anderen Thema kommen, zu Corona. Da hat heute der Gesundheitsminister bekannt gegeben, dass die Gratistests mit April auslaufen werden. Es wird dann noch 5 gratis PCR-Tests geben und 5 gratis Antigentests pro Monat. Jetzt weiß ich, Sie waren immer ein großer Verfechter dieser Gratis-Tests. Was sagen Sie zu dieser Lösung? Ist das ein guter Kompromiss oder wird das Probleme nach sich ziehen? Ich glaube, es ist immer schlecht, bei wichtigen politischen Entscheidungen über einen Kompromiss nachzudenken, weil der ist dann meistens faul. Ne? Also ich glaube, gut ist es, wenn man das auch mit einer Sachlichkeit betrachtet und sagt, in welchen Bereichen braucht man die denn noch, wo ist es notwendig und wir sind halt aus der Situation noch nicht ganz hinaus. Daher wäre es schon klug, sich genau anzusehen, wo gibt es ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis der Menschen, auch ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis der Betriebe. Jetzt haben wir die Situation, wir haben gewisse Lieferkettenbeeinträchtigungen durch die Ukraine-Geschichte. Wenn natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich mit Covid auch noch ausfallen und sie gehen unter Anführungszeichen betrieblich am Zahnfleisch mit ihrem Stab und kommen nicht mehr gescheit ins Produzieren und ins Liefern, dann ist es eine zusätzliche Problematik, die wir für Österreich erzeugen. Das heißt, die Betriebe schauen natürlich darauf, dass ihre Arbeitsumgebungen sicher sind. Sie haben diese Verantwortung über den Mitarbeitern, das ist auch notwendig. Und sie haben aber auch die Verantwortung über den Kunden, dass die Produktionen, die Dienstleistungsangebote am Laufen gehalten werden. Daher sind wir der Meinung, da sollte man schon noch weiter unterstützend tätig sein, dass dieses Testangebot so lange genutzt werden kann, solange man es auch nutzen möchte. Und die Kollegin in der Sozialpartnerschaft, die Frau Präsidentin Andl, hat ja heute richtigerweise gesagt, sie weiß nicht, ob man da mit dem 5 plus 5 das Auslangen finden wird. Ich glaube, das war eine gute, in den Raum gestellte rhetorische Frage, der würde ich mich anschließen. Okay, und abschließend noch. Auch die Quarantäneregelungen sind ja derzeit ein heißes Thema. Da hat der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer sogar den Vorschlag gemacht, die Quarantäne überhaupt zu überdenken. Wir wissen, in vielen Bereichen mittlerweile kommt es zu massiven Ausfällen in Betrieben, aber auch im Pflegebereich etc. Wie sehen Sie diesen Vorstoß? Sollte man sich das überlegen? Ich glaube, es hat drei Komponenten. Die eine Geschichte ist vollkommen überlastetes Contact Tracing. In Verbindung mit den korrekten Quarantänevorschriften für die jeweils vorherrschende Virusvariante. Und die dritte Geschichte ist dann die Folge, die die Kombination aus 1 und 2 für uns alle im privaten und betrieblichen Bereich erzeugt. Und zugegebenermaßen, das ist eine Entscheidung, dass sich die Spezialistinnen und Spezialisten, die Wissenschaft, die Medizin mit der Spitzenpolitik
aussprechen muss. Und er hat in den letzten Monaten immer wieder bewiesen, dass er sozusagen da einen Beraterstab hat, mit dem er sich da sozusagen eng abspricht. Also ich gehe davon aus, dass es auch sozusagen eine Empfehlung von, auf einer Empfehlung von Expertinnen und Experten fußt. Da müssen die mit der medizinischen Qualifikation im Rennen Stehenden auch sagen, was ist die beste Idee. Herr Präsident, vielen Dank. Danke für die Einladung und schönen Abend. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter hier bei Fellner Live und zwar mit dem Thema Corona. Der Virologe Professor Norbert Nowotny ist gleich bei mir zu Gast und da sprechen wir eben auch genau über seine Einschätzung. Was sagt denn er zur Reduzierung der Gratistests auf jeweils 5 PCR- und Antigentests? Was sagt er zu den Quarantäneregelungen und warum gibt es momentan eigentlich so viele Neuinfektionen? Woran liegt das und ist der Höhepunkt der Welle mittlerweile überschritten oder steht er uns vielleicht sogar noch bevor? Kurze Werbepause und dann ist gleich Professor Norbert Nowotny bei mir zu Gast.